Moinerö, Leute, ja, mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Video. Folgendes, wir haben die Easy Eight Details bekommen für physisch MVP 17 und ich vermute, das könnte auf jeden Fall scheppern für eine ganz besondere Unit. Aber kommen wir gleich dazu, was ihr selber drauf habt. Wahrscheinlich habt ihr schon einige Videos gesehen, wo das Ganze erklärt wurde, was jetzt die neue Passive ist und. Wir werden aber zum einen durchgehen, wann kommt MVP 17 für Global. Und wir werden durchgehen, was sind die Zahlen? Also wie sieht es wirklich aus? Was ist seine Defense? Und das wollen wir uns zusammen einfach mal anschauen. Und ich sage euch so meine Meinung, ein bisschen einen genaueren und tieferen Einblick in die Unit selber. Deswegen fangen wir am besten direkt an und zwar mit der Frage, wann kommt MVP 17 raus? Für JP findet das EZA morgen statt. Die Weakness sollte Universe Survival Saga sein, also Tournament of Power. Und sie ist das EZA der Celebration von den Hellfighters. Nämlich die Hellfighters waren der Dokkan Festival von der jetzigen Celebration, wo auch MVP 17 sein EZA bekommen hat. Demnach war es der 6. März mit ihrem Release-Zeitpunkt. Wenn wir das jetzt vergleichen mit letztem Jahr, dann wissen wir, Ginyu war in demselben Slot. Also Ginyu wurde released am 3. März und kam auf Global am 31. Mai, beziehungsweise 1. Juni. Das ist der letzte Charakter, Dokkan Festival Charakter. Meistens gibt es danach noch einen LR, aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist, also wenn wir den LR auch wissen und dann können wir darüber reden. Aber genau, am 1. Juni kommt der letzte Dokkan Festival für Global vor dem Anniversary. Also, das heißt, noch bevor das Anniversary droppt, werden wir höchstwahrscheinlich MVP 17 sein EZA sehen und ich freue mich persönlich sehr darauf, denn diese Unit sieht einfach perfekt dafür aus, für eine bestimmte Unit und das gehen wir zusammen einfach mal durch. Nämlich, schauen wir uns die Infos an von MVP 17. Androids Kategorie Key plus 3 HP Attack and Defense 170%, nichts Besonderes und super physisch Key plus 3 HP Attack and Defense plus 120%. Das hat man einfach gebufft, ganz standardtypisch für ein EZA, also dass man auf Flatout 170% auf alle Stats gemacht hat. Das ist also fein, kann man auch hier und da spielen, ohne Frage, aber da bevorzuge ich den Gamma 2 Lead. Dann kommen wir zur Super Attack. Races Defense für eine Runde, das sind 30%. Das nimmt man auf jeden Fall dankend an. Denn man wird jetzt gleich merken, er ist einfach eine Defense Unit. Für ihn ist es nicht wichtig, ob er Schaden macht oder nicht. Immense Damage und Greatly Lowers Attack in Defense. Durch das EZA geht der Immense Damage Multiplier durch SA15 auf 630% hoch von 505%, was auf jeden Fall einiges ausmacht. Das finde ich immer so insane bei TOR EZAs. Also da muss man immer aufpassen, dass man sie nicht zu schnell overtuned. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen Kandidaten. Genau, Lowest Attack and Defense, Greatly Lowest Attack and Defense, gut, vielleicht für Metal Cooler Core Event, aber Lowest Attack and Defense, ja, cool. Passive Skill, Attack and Defense plus 120% Start of Turn und wir kriegen separat kalkulierte Attack plus 120% noch oben drauf. Das heißt, er hat auf jeden Fall mal soliden Damage, aber nichts Außergewöhnliches. Warum, kommen wir auch gleich zu. Nämlich einfach die Links. Die Links sind Android-Links und es sind nicht so viele Attack-Links mit dabei. Zumindest nicht in den Setups, wo ihr ihn spielt. Das ist ein hier und da mal ein Problem. Aber nichtsdestotrotz, für einen Supporter, was er sein sollte, ist sein Schaden auf jeden Fall solide. Wir haben zusätzlich Defense plus 17% mit jedem Attack, den ihr abbekommt. Das ist auch separat kalkuliert bis zu 50%. Das sieht schon mal gut aus. Und alle Verbündeten bekommen wie bislang Key plus 3 und Defense plus 60%. Da hat sich nichts geändert. Weiterhin aber gibt es noch eine 17% Damage Reduction. Das ist gut, nämlich zusätzlich zu seinen Defense-Zahlen. Ein bisschen Damage Reduction ist ganz wichtig. Er kann trotzdem noch in manchen Fights, in manchen Szenarien hart gehittet werden. Trotz dieser zusätzlichen 17% Damage Reduction und diesen 120% Start of Turn Defense, die er jetzt bekommen hat. Aber das werdet ihr sehen bei den Berechnungen. Wir kriegen zusätzlich 40% Damage Reduction und nochmal 17% Defense Support für alle Verbündeten, wenn wir unter 77% Leben sind. Gut, jetzt gibt es natürlich Leute, die beschweren sich alleine schon wegen Hellfighters, dass es zu schwer ist, unter 70% Leben zu fallen. Ich finde es okay im schwierigen Fight. Ihr müsst aber einfach euch sicher sein, dass das nicht immer garantiert ist. Unter 77% Leben zu fallen ist nicht immer garantiert. Aber wenn, dann ist diese Unit insane. Also unter 77% Leben ist diese Unit absolut cracked. Mit dem Support, Floater technisch, die Defense, top. Aber über 77% ist er jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Aber ist fein. Und warum? Nämlich er ist ein direkter Buff für Super Saiyan Blue Kaioken Goku. Er ist nämlich in der Kategorie Reps of Universe 7. Und es ist eine Unit, die auf jeden Fall auch Schaden bekommen kann in manchen Szenarien. Nämlich die Genki Dama von Blue Kaioken Goku aktiviert sich, wenn ihr unter 59% Leben seid. Und deshalb finde ich es gar nicht so schlimm,
dass sie nicht die dauernde Damage Reduction haben, sondern sie sich gesagt haben, okay, Damage Reduction nur unter 77%. Dann bekommt diese Unit vielleicht mal in den ersten paar Runden, keine Ahnung, 60k Normal Attacks ab, 30k Normal Attacks und. Und dann seid ihr schneller unter diesem gewissen Threshold, den ihr braucht, damit Bukayo und Goku seine Genki Dama machen kann. Also, ich verstehe schon das Prinzip von der Unit ohne Frage und finde ihn deshalb ganz in Ordnung. Hätte es mehr sein können, sind wir uns ehrlich, auf jeden Fall. Nämlich kommen wir zu den Berechnungen. Bei den Berechnungen sehen die Szenarien wie folgt aus. Ich habe ihn als Floater hier in der Berechnung, also Gamma 2 gibt ihm quasi den Links, also Gamma 2 Slot 2 und dann physisch MVP 17 Slot 3. Wir haben 2 Key, 20% Attack und 25% Defense. Ihr seht, 20% Attack ist jetzt nicht so viel. Und zudem, was ihr nicht vergessen dürft, 25% Defense ist durch Android Assault. Also ihr spielt MVP 17 auch in Teams ohne Android Assault. Das heißt, seine Defense kann nochmal um einiges schlechter werden, als ihr es hier seht. Im Durchschnitt, nämlich wenn ihr ihn zum Beispiel in einem Team spielt von physisch Ultimate Gohan oder GT Duo oder was auch immer. Also das müsst ihr einfach noch beachten. Die Defense kann noch ein bisschen schlechter aussehen. 200% Lead, Key plus 2, 30% Attack. Und wir spielen auf Slot 3. Hidden Potential, wenn ihr quasi den besten Ausgleich wollt, dann geht ihr Full Additional, 20 Additional, 6 Crit. Wenn ihr Full Dodge gehen wollt, ist es auch in Ordnung. Denkt dran, es ist einfach nur ein Supporter, dem sein Job es ist, nicht gehittet zu werden entweder oder alles gut zu tanken. Wenn wir uns jetzt die Berechnung anschauen für sein Damage, also Turn 1 ohne Hits, LPT-technisch liegt er da dann bei 10,353 Millionen und 6,7 Millionen Attack-Sets, was eigentlich relativ in Ordnung ist für eine Support-Unit. Ist der Damage jetzt gut? Vielleicht nein, eher nicht so. Mit der heutigen Meta wahrscheinlich nein, aber als Supporter ist es gut. Dann haben wir Defense-technisch 227.000 vor der SA und 309.000 nach der SA ohne einen Hit abzubekommen. Also ihr seht, die Defense ist wirklich schwach. Klar, wir haben noch 17% Damage Reduction, aber das ist mit Android Assault. Plus Shocking Speed auch nochmal 5% Defense. Also so gesehen, die Defense, gerade wenn ihr über 77% Leben seid, kritisch. Also kritisch. Turn 5, wenn ihr 3 Hits abbekommen habt, da verändert sich nichts im Damage. Aber die Defense geht hoch auf 341.000 vor der SA. Das heißt, ihr habt jetzt hier zusätzlich 50% Defense separat kalkuliert durch die ganzen 3 Hits. Und nach der SA 464.000. Das ist fein, damit tankt ihr jeden Normal Attack super gut. Auch über 77% Leben. Aber über 77% Leben seid ihr bei einer Super Attack hier One-Shot. Also ganz klar, da müsst ihr schon unter 77% Leben sein, dann tankt ihr das auch. Aber denkt dran, das ist mit Android Assault. Turn 5, da sind wir dann unter 77% Leben. Das heißt, wir kriegen nochmal 17% Defense Support obendrauf. Damage verändert sich auch wieder gar nichts. Er bleibt immer gleich. Er hat immer die konstante Damage-Zahl. Und wir haben Turn 5. Defense-technisch 361.000 vor der SA und 500.000 im Durchschnitt Defense. Denkt dran, das ist Durchschnitt. Er kann auch manchmal über 500k Defense haben, manchmal aber auch nur 450k Defense. Immer, es kommt immer darauf an, wie oft ihr supert. Genau, also 492.000 Defense unter 77% Leben mit dieser kompletten 57% Damage Reduction, da killt euch so gut wie gar nichts. Da seid ihr wirklich, wirklich good to go. Wenn ich ehrlich bin, über 77% Leben sehe ich die Unit vom der EZA Performance unter in Super Saiyan 3 Bardock. Hört sich verrückt an vielleicht, aber ja, in Super Saiyan 3 Bardock hat ähnliche Damage, also Defense-Zahlen und Damage-Zahlen einfach das Doppelte bis nahezu Dreifache. Aber sobald physisch MVP 17 unter 77% Leben fällt, dann ist er einfach ein Beast mit seinem Support plus natürlich der hohen Damage Reduction. Also MVP 17 ist gut, lasst mich gerne wissen, was ihr von der Unit haltet. Hätte es besser sein können, auf jeden Fall. Aber wie auch schon erwähnt, erfüllt er seinen Zweck für Super Saiyan Blue Kaioken Goku. Nämlich ihr merkt, wenn ihr über 77% Leben seid, bekommt ihr auf jeden Fall Schaden ab, hier und da in manchen Fights. Das bedeutet, dass ihr vielleicht sogar leichter die Genki Dama triggern könnt von dem Super Saiyan Blue Kaioken Goku. Und das ist doch schlussendlich, was wir wollen. Diese Genki Dama zerstört nämlich alles und dafür ist dieser Charakter eigentlich relativ gut geeignet, auch als Floater das zu erfüllen. Genau, lasst mich wissen, was ihr denkt. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Haut da rein.